Metal, das ist auf beiden Seiten des Atlantiks eine große Nummer, aber trotzdem gibt es natürlich Unterschiede zwischen US-Metal und dem europäischen Pendant. Und welche das sind, das versuche ich heute mit meinen Gästen zu klären. Jetzt wird wieder getalkt. Metal gelöt, eine Produktion von Rocket Beans TV und Radio Bob. Und damit herzlich willkommen zurück nach extrem langer Sendepause. Metal gelöt im letzten Jahr gestartet. Dann haben wir sehr, sehr lang pausiert und freuen uns umso mehr, dass wir jetzt wieder am Start sind mit offiziell Folge 5 für alle dazugekommenen, meinetwegen auch Folge 1. Also ihr könnt das rechnen, wie ihr wollt. Wir sind wieder am Start. Monat für Monat gibt's hier bei uns das fantastische Metal Talk Format eures Vertrauens. Und wenn ich sage bei uns, dann heißt es wie üblich natürlich hier bei RBTV im Stream oder eben auch auf YouTube on Demand. Und tollerweise können wir an dieser Stelle offiziell endlich unseren neuen Partner begrüßen. Radio Bob macht das Ganze nämlich mit uns zusammen, was im Umkehrschluss bedeutet, wenn ihr sagt, boah, ich will das gar nicht sehen, ich möchte das einfach nur auf den Ohren haben als Podcast, dann sind die Kollegen von Radio Bob am Start, denn die bringen das Ganze eben als Podcast dann auch noch mal raus. Deswegen freuen wir uns sehr drauf. Gibt noch eine andere Überraschung, aber dazu mehr später in der Sendung. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Denn, wie ich schon gesagt habe, wir versuchen heute mal so ein bisschen Klärung in die Frage zu bringen. Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen US-amerikanischem Metal, zwischen europäischem Metal? Ist das die Musik? Sind das kulturelle Unterschiede? Hat das was mit den Fans zu tun? Gibt's die überhaupt? Ja, das sind viele, viele Fragen, über die man lange sprechen kann. Wir versuchen heute in einer Stunde in möglichst viele davon ein bisschen Licht zu bringen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich zuvorderst meine fantastischen Gäste. Und damit ist die erste Karte auch offiziell abgearbeitet. Ich komme zu Karte 2 und meiner ersten Gästin, denn direkt neben mir, da sitzt Katja Latz-Wojnich. Katja, du hast Musikwissenschaften studiert und du kennst dich mit Musik sozusagen dann auch theoretisch aus. Und in den sozialen Medien bist du mit zwei Instagram-Accounts unter dem Namen Kat Fox bekannt. Und einer deiner Accounts, der hat rein zufälligerweise 666 gefollowte Kanäle, muss man sagen. Reiner Zufall natürlich, ja, ne? Ja, natürlich. Nur ein Zufall. Nein. Wie machst du das in der Praxis? Geplant. Also ich meine, da kommt ein interessanter Neuer, den du gerne folgen würdest. Ja klar, mittlerweile wird es tatsächlich schwierig. Ja, mittlerweile muss ich, glaube ich, aufstocken. Ja, weil es gibt einfach zu viele interessante Menschen. Und ich glaube, es wird auch nicht so bleiben, dass es 666 bleiben. Es wird mehr. Aber das, es ist natürlich im Umkehrschluss, wenn man dann rausfliegt bei dir, dann weiß man sofort, ah, ich war von den 666 jetzt für den Moment der Unwichtigste. Ja, tatsächlich, ich folge auch sehr, sehr vielen Bands, ja. Und mein Musikgeschmack, der ändert sich ja auch mit der Zeit, ja, zum Glück oder auch nicht. Und dementsprechend ist es auch dann einfacher, wenn man, sage ich mal, dann so Bands dann aussortiert. Das ist natürlich, tut man zwar nicht gerne, aber ja, wie gesagt, es wird vermutlich nicht so bleiben, wie es ist. Ja. Ja, mal sehen, mal schauen, wie lange du die 666 halten kannst. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, da zu sein. Zu meiner Linken, da sitzt Tom Küppers und du arbeitest für ICS Marketing und machst damit nicht nur Marketing für das Wacken Open Air. Du hattest mal Pläne, da demnächst auch hinzuziehen, also nach Wacken. Da können wir vielleicht mal gucken, was daraus geworden ist. Aber du bist natürlich noch viel mehr, unter anderem zum Beispiel Redakteur für den Metal Hammer, wenn du mal Zeit dafür hast. Und kleine Randnotiz, du hast 2018 Children of the Sun von Judas Priest vom Firepower-Album, damals neu, zum besten Song des Jahres gewählt. Das ist sicherlich richtig, ja. Daran kann ich mich noch erinnern, ja. Und auch zu Recht, sage ich mal nach wie vor. Ich habe noch mal reingehört, weil mir ist der gar nicht so im Hinterkopf geblieben. Ja. Und da die war Hook, ein bisschen verwundert. Die Hook ist es halt. Ja. Wenn Rob Hennefort anfängt, von den Children of the Sun zu singen, dann krieg ich ein Klappmesser von hier bis Castrop-Rauxel. Okay. Tut mir leid. Ja, bei mir war das eher Flamethrower. Aber ja, der ist auch schön, aber mich hat wirklich Children of the Sun tatsächlich mehr abgeholt, muss krass ich sagen. Ja. Song des Jahres. Naja, nicht schlecht. Wollte ich nur mal loswerden an dieser Stelle. Ne? Nicht, dass ich nicht gut recherchiert habe. Nein, da muss ich jetzt mal auch ein Lob aussprechen, dann von Teilzeitkollege zu Vollzeitkollege, gut recherchiert. Ach, fantastisch. Ich danke dir. Ich habe mich jahrelang gefragt, immer machen Sie bitte Recherche. Ich dachte, was wollen die von mir irgendwie? Und dann so, ah ja, danke. Ja, du kannst ja auch mal switchen bei deinen Jobs. Das ist ja ganz so nach dem, wo es dich eher hinzieht. Aber wir haben es gerade gesprochen, Wacken, also du wolltest mal nach Wacken ziehen, um näher am Arbeitsplatz zu sein. Noch näher am Arbeitsplatz zu sein, als ich es ohnehin jetzt schon bin. Ja, hat sich leider herausgestellt, dass die angepeilte Immobilie leider ein bisschen altersschwach war. Das Haus war schon so alt, dass es noch sein
seinerzeit ohne Drainage gebaut wurde. Und ja, ich meine, bei dem Boden hier in Schleswig-Holstein, ne, viel Torf, ne, hence auch Torfrock, da ist es dann natürlich schon ein echtes Problem. Aber ich gebe es nicht auf und ich werde bestimmt auch noch nach Wacken ziehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ist das denn so richtig, ist das ein teures Pflaster mittlerweile? Nein, oder 9 Monate im Jahr nicht, aber dann... Nein, es hat gar nicht so sehr viel, es ist, glaube ich, ein relativ normales Pflaster, wenn du so im, sag ich mal, im Haushaltsvergleich, den du als Hausfrau und Hausmann machen kannst mit den bekannten Internetportalen, sind die Preise durchaus vergleichbar mit anderen Dörfern irgendwie, aber es ist halt, das große Problem ist eigentlich tatsächlich eher Miet oder Objekte zur Miete zu finden, weil halt die Struktur da ganz anders ist, da ist halt deutlich mehr Eigentum. Hm. Und das ist halt immer mit ein bisschen Geld verbunden und das habe ich nicht. Das, ja. Und dann gibt's ja noch dieses blöde Festival, ne? Da wären ja so tolle Bauplätze, du könntest da so viel hochziehen. Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig. Wir haben halt einmal im Jahr dieses kleine Dorffest da. Ja. Und ja, das nimmt schon viele mit in Beschlag und so. Aber es ist wirklich ein cooler Ort, auch da zu leben und zu arbeiten, auch wenn es mit dem Arbeiten im letzten Jahr ja eher weniger war. Wir sind ja seit über einem Jahr im Homeoffice und ja. Ja, aber trotzdem ist ein schöner Fleck Erde, ja. Sehr, sehr gespannt. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal hin, wenn ich bei den Ticketverkäufen dann auch schnell genug bin. Hat bisher tatsächlich noch nie geklappt. Was aber geklappt hat, und das ist jetzt sozusagen, merkt euch den Anfang dieses Satzes, weil ich komme jetzt zur Vorstellung meines dritten und letzten Gastes für diese Sendung. Hier sitzt Markus Großkopf neben mir, beziehungsweise zwei Sitze weiter und für alle, die ihn nicht kennen. Markus, du bist Bassist der Band Halloween. Du hast die Band mitgegründet und bist seit 1984 auch durchgehend dabei. Und da hast du natürlich in vielen Flecken der Welt, der Erde gespielt, unter anderem in den Vereinigten Staaten, hast jede Menge US-Musiker und Bands da natürlich auch kennengelernt. Ja, meine Festplatte ist voll mit Erinnerungen. Mal gucken, wie viel wir davon heute anzapfen können. Denn, wo ich mich besonders freue, ist es für mich wieder eine große Ehre. Ihr kennt das ja, wenn ihr die Sendung verfolgt. Da freue ich mich immer besonders, Menschen das erste Mal hier begrüßen zu können, die für mich eine ganz andere Verbindung haben als umgekehrt. Und ich bin tatsächlich, also Halloween gehört zu meiner Metal-Initiation dazu, wie ein paar andere Bands auch. Aber das Keeper 2-Album, das war damals beim Kumpel von mir auf Vinyl und ich war hin und weg und war dann auch ein Riesenfan und hatte die ganz, ganz große Freude. Die Geschichte habe ich ja bestimmt schon mal erzählt, aber ich möchte es natürlich in deiner Gegenwart gerne noch mal tun. Ich hatte das große Glück, euch bei der verlängerten Tour vor, ich glaube, vor 2 Jahren war es, als ihr noch spielen konntet. Verlängert, fand ich. Ja, da seid ihr nochmal nach Hamburg gekommen, okay, nachdem mir ein Kollege gesagt hat, ey, ich habe die in Stuttgart gesehen hier, das war super toll, das war ein Traum wurde wahr und nicht so ein bisschen, oh, wir machen es nochmal für die Rentenkasse. Ja, für uns ja auch, ne? Mit der für die Rentenkasse oder? Für die, du kannst ja das angenehm mit dem Nutzen. Mit dem Line-Up natürlich, ja. Ne? Hat natürlich tierisch viel Spaß gemacht und dass es auch wunderbar geklappt hat. Ja. Das war der Hammer. Also ich habe euch in Hamburg gesehen und es war begeistert und ich oute mich jetzt mal, als dann da als ihr Keeper of the Seven Keys gespielt habe, dann stand ich da im Publikum, hab mitgegrölt, hatte feuchte Augen, um mich herum haben verschiedenste Generationen von Leuten mitgesungen, weil das wirklich einfach toll war. Also ihr habt mega abgeliefert, die Stimmung war toll, das war Gänsehaut pur, das war mein Konzert des Jahres auf jeden Fall. Können wir doch noch Leute glücklich machen, ne? Ja, und vielleicht noch ein paar mehr. Denn haben wir doch unseren Job gemacht. Das haben wir, ja. Ihr habt den Job super gemacht und auch künftig, denn ihr habt ja ein neues Album in der Pipeline. Ja. Und den ersten Song, den gibt's schon. Und wenn man jetzt bei Halloween hört, ein Song ist 7 Minuten und 12 ungefähr lang und dahinter steht in Klammern Single Edit. Ja, ja. Dann weiß man, da kommt ein Epos auf euch zu. Ich glaube, da der Song ist über 12. Noch ein paar Minuten drauf, denn ich glaube, 11, 12 ist er, ne? Ich hab's jetzt aber so in der Art. Okay, hören wir doch mal kurz rein, denn hier haben wir das große Glück natürlich mal. Sowohl ein Video als auch ein paar Klänge von Halloween und Skyfall im Studio zu haben. Herrlich. Also ist doch irgendwie alles drin, was so Halloween-Trademark ist. Ja, außer ich gerade. Außer wollte ich gerade sagen. Wir im Studio. Aber wir haben einen Sänger zu viel, der ist immer. Ja, das ist aber dieses Bassistenschicksal immer. Ja, egal. Aber ja, fahre fort. Ja, Anfang Juni ist das Album zu haben. Mitte Juni, glaube ich. Ist Mitte oder Ende Mitte. Oder so. Mitte, ne? Ja. Ja, dann kommst du endlich raus mit
Verzögerung natürlich. Wir müssen ja alle mit Verzögerung und Abwarten kämpfen jetzt gerade. Aber dann wollen wir es rausbringen. Und Single ist jetzt raus. Wir haben überlegt, aber man weiß immer nicht in dieser heutigen Pandemiezeit, was du richtig oder falsch machst. Aber irgendwann hast du es jetzt, irgendwie willst du es doch raushaben. Ne? Dann, sonst verstaubt das da irgendwie. Und, aber jetzt bringen wir es halt raus. Dann mal kurz natürlich die Frage gestellt, wie gut ist es? Wie, bist du zufrieden? Ich finde das total geil. Das Witzige daran war, als wir die Songs geschrieben haben und geprobt haben, da stand ja noch gar nicht fest, wer was singt. Und dadurch pandemiebedingt haben wir auch in anderen Studios. Ich bin in Hamburg geblieben, habe meinen Bass aufgenommen mit Kai. Der hat, glaube ich, auch viele Gitarren gemacht. Dann haben sie in Teneriffa, wo Andia wohnt und Weike in Teneriff, haben sie ein paar Gesänge gemacht und so und haben sich da dann auch entschieden und hingesetzt, wo, wie, wer was singt. Ich habe es eigentlich erst gehört, als der Misch dann fertig war, wo wirklich alles fertig war, wurde. Oder beim Misch so, ne? Das wusste ich vorher auch noch nicht. Es ist immer noch interessant für mich, jetzt reinzuhören und zu gucken, wer da wo singt und so, ne? Ein Durcheinander ist das alles so. aber habt ihr nicht schon mal eine Platte so aufgenommen unter ähnlichen Bedingungen? Die Chamäleon oder so, wo ihr alle in verschiedenen Studios wart? Das haben wir teilweise immer mal gemacht. Irgendwie. Ja. Teilweise habe ich viel in Hamburg gemacht und Gitarren hat Weigi dann bei Andi gemacht auf Teneriff. Und Gesang hat er natürlich auch da. Ich meine, wir stecken das dann irgendwann, haut der Produzent das irgendwie zusammen. Wir schicken Files hin und her und so. Ne? Das kann man ja heute so machen. Ich meine, ich muss nicht im Studio sitzen, wenn die tagelang Solis spielen. Was soll ich da? Ne? Irgendwie, dann mache ich meinen Bass zu Hause. Wir arbeiten ja parallel auch irgendwie. Ne? Dann schicken wir uns die Files zu. Wenn ich Material habe, spiele ich Bass, während die da schon zu meinem Bass, den ich rübergeschickt habe, irgendwelche Gitarren zusammenschustern. Ne? Das ist dann natürlich auch der Vorteil, ich denke, in heutigen Zeiten, dass man das dann eben trotzdem umsetzen kann. Das kann man gut machen, wir nutzen das in dem Sinne ganz gut. Ne? Und dann fürs Video, für den Videodreh, dann seid ihr da quasi im gesamten Entstehungsprozess das erste Mal wieder auf einem Ort. Da haben wir uns dann wieder gesehen, man durfte ja lange nicht reisen und so. Und dann ging das und die mussten auch Tests machen von der Insel hier rüber und all sowas. Ne? Da haben sie dann am Flughafen schon getestet. Das Testen war ja dann auch noch nicht überall immer irgendwie so, dass du dich überall hast testen lassen können. Musstest du am Flughafen, haben das doch gemacht. Dann mussten sie eine Nacht ins Hotel, weil das musste dann irgendwie, was weiß ich. Und dann haben wir 2 Tage Video gemacht und so. Da haben wir uns dann erstmal wieder gesehen. Schön. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Halloween programmatisch betitelt, das hat natürlich so ein gewisses Selbstverständnis, ja, und ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, aber klar, ihr seid ja quasi auch in einer Besetzung mit 7 Leuten. Da kommen alle Generationen quasi zusammen. Mhm. Soweit natürlich möglich. Schön, dass du da bist, denn Halloween, wir haben es gehört. Dass ich hier sein darf. Ja, das ist wirklich super, denn du gehörst natürlich, ihr habt Mitte der 80er sozusagen, habt ihr gestartet. Und Halloween zählt natürlich zu einem der ganz großen Exportschlager auch, die ja so das, ja, man nennt immer so Power Metal, Speed Metal oder so, in so verschiedene Sachen kommen da so zusammen, aber diese Art von schnell, bombastisch, hoch, da habt ihr ja unglaublich mitgeprägt, das, ja, was dann auch weltweit weitergeschwappt ist. Klar. Wie würdest du euch genretechnisch einordnen? Ich weiß es nicht, mir ist es eigentlich egal. Power Metal ist eigentlich ein ganz guter Begriff dafür, weil wir haben ja diese Kraft, diese auch teilweise, nicht immer, aber wir haben viel Geschwindigkeit, es ist viel Dampf drin, dass der Kram raucht von vorne bis hinten. Also Power Metal hätte ich jetzt nichts gegen oder so. Oder was, ne? Oder viele sagen ja auch Happy Metal, weil wir, so eine, weil wir immer mal so eine leicht alberne Art haben. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ja. Woher könnte das kommen? Ich weiß nicht, über diesen Cartoons und es immer gab. Ne? Nicht mal ansatzweise. Und so, aber mich stört das immer dunkel und dramatisch. Wir haben teilweise auch in unseren Melodien so kinderliedmäßige Anleihen, aber es stört uns irgendwie nicht. Wir finden das irgendwie ganz lustig und das ist halt so ein bisschen teilweise auch zu unserem Trademark geworden, so Dr. Stein-Geschichten und sowas. Ne? Und all sowas haben wir dann einfach gemacht. Naja, wenn man einfach nur an die geilen Videoprojektionen von der letzten Tour nimmt, irgendwie, wo ja quasi das ganze Konzert in so eine Story eingefasst hat. Ja. Das war mega, mega gut. Das hat Spaß gemacht, sowas. Das sind wir halt so, ne? So arbeiten wir und wir wollen nicht unbedingt den Leuten was vormachen, was sie nicht sind, ne? Ja, das kommt ja auch ganz gut an. Also ja, genau. Bei mir ist es auch so, wenn ich zum Beispiel meiner Tochter, die ist 7, so die Musik zeige, die ich höre, bei Halloween ist die sofort immer dabei, ja? Da kann sie sofort eben mitmachen. So, wenn ich ihr, sage ich mal, so Musikrichtungen wie Death Metal, Black Metal zeigen, ist dir natürlich, Mama macht das aus, nein. Kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger ist. Ja, ich glaube, Halloween gehört mittlerweile so zu ihren definitiv so Top 10 Bands, die sie wirklich auch selber hört und was sie,
Aber das mit den, wenn ich da kurz mit den Schubladen, finde ich, ist immer so, sowieso so ein ganz, ist, ganz schwieriges, ja, Ding. Das, nicht einfach. Das kann Cat wahrscheinlich noch mit viel, viel besser erläutern, mhm, als ich, aber das so irgendwann fängt es halt an, sich so zu vermischen, ja, und dann kommt wieder irgendwas, dann denkt sich wieder irgendjemand was Neues, mhm, dafür aus und dann hast du so eine neue Kategorie halt. Du kannst ja auch sagen, Power Metal ist das so, ne? Aber Metal Rock könnte ja dasselbe sein. Irgendwie. Mhm. Das ist ja derselbe Punkt fast. Aber so kannst du eine Sache auch irgendwie benennen, wie du willst. Ja, viele Ausdrücke passen ja auch. Ja, wenn man mal überlegt, als ihr angefangen habt, war ganz klar, ihr hattet damals den Stempel Speed Metal. Ja, damals. Ihr wart Speed Metal, mhm, aus Deutschland, ja, irgendwie. Ne, weil, mhm, halt schnelle Sechzehntel, Double Bass und so die ganzen, ja, typischen Elemente. Und da ist dann wieder dieses Power-Ding rausgeworden. Genau. Ja. Aber bleiben wir vielleicht mal bei Power Metal, weil das ist ja tatsächlich ein Genre-Label, interessanterweise. Das gibt es. Halloween steht meinetwegen für deutschen oder europäischen Power Metal, aber dann gibt es eben auch US-Power Metal. Und das ist ja dann doch eher was tatsächlich anderes. Es steht quasi derselbe Name drauf, aber ja, da sehen wir dann schon einen grundsätzlichen Unterschied. Oder bist du da? Ich weiß nicht, die haben auch immer gesagt, oh, also bei manchen Sachen sagt man ja tatsächlich, guck mal, oh, die klingen so amerikanisch oder so. Ne? Es wird wahrscheinlich auch eine produktionstechnische Geschichte sein, dass irgendwas bei den amerikanischen Produzenten ist, was die vielleicht irgendwie so klingen lassen. Vielleicht irgendwie in irgendwelchen bestimmten sägenden Gitarren oder ich meine, gut, die haben auch immer irgendwie unheimlich laute Schlagzeuge trotzdem. Irgendwas, ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, aber irgendwas klingt amerikanisch, sagen die immer. Ne? Wenn ich eine Mucke irgendwie geil finde und da aufgehe und die berührt mich, ne, dann frage ich jetzt nicht, klingt das amerikanisch oder nicht. So. Aber dann sagt er, ja, das klingt ja amerikanisch. Ach so, aha. Und so, also es scheint was zu geben, was produktionstechnisch auch mit dafür sorgt, dass es amerikanisch klingt. Mhm. So, ne? Ja gut, das ist natürlich dann auch ein anderer Markt, andere Produktion, ja, ja, wie auch immer, da bist andere, du natürlich andere Hörgewohnheiten vielleicht. Ja. Ne? Auch, ich denke, ja, also ich glaube einfach, dass da spiegelt sich auch so vielleicht ein bisschen so eine Mentalitätsfrage wieder. Was ich zum Beispiel, dieses mit dem Amerikanischen, gibt es ein schönes Beispiel, als damals Holy Moses, ich glaube 87, ihre New Machine of Liechtenstein, mhm, rausgebracht haben. Das war eine Platte, die sich vorher von den beiden anderen total unterschieden hat. Die war halt, ja, die war auf einem Major-Label, die war A, deutlich dicker produziert. Ich glaube, mhm, da war sogar ein Ami-Produzent dran. Aber das viel, viel Entscheidendere war, die Songs waren auf einmal viel, viel durchstrukturierter. Also du konntest dem Ganzen viel mehr folgen. Das Wort gefällig wäre jetzt da ein bisschen übertrieben, aber es war halt so, hey, die Songs haben auf einmal eine Struktur und die haben eine Abwechslung. Und ich weiß noch, wie ich die Platte gehört habe und die total abgefeiert habe. Und mein Argument, mhm, war, warum ich die so abfeiert, die klingt amerikanisch. Das kann sein, dass die Produzenten eher so einen Song nehmen, strukturieren und ein bisschen sortieren. Und, mhm, was es dann unbewusst vielleicht so klingen lässt oder was, ne? Ja. Und man findet das dann einfach geil oder so oder nicht oder so. Aber ich würde nicht sagen, ich finde es gut, weil es amerikanisch klingt. Vielleicht klingt, tut's das, aber ich finde es dann geil, weil der Song so ist, wie er ist, ne? Und ja, und so weiter. Na klar, so einfach kann man es nicht machen. Es ist sowieso ein Thema, mhm, wir werden heute hier über ganz viele Dinge reden, Dinge anreißen können und dann mal tiefer einsteigen. Aber wir haben eine Stunde Sendezeit und wir haben jetzt schon sehr viel verbracht. Aber es liegt auch natürlich an meiner großen Liebe zu Halloween, die ich hier mal so ein bisschen ausleben darf. Ich bin ja mir verzeihen. Ich bin ja jetzt da. Genau. Wenn Kat und ich stören, wir können auch gerne Kaffee trinken. Nee, ich finde es auch ganz fantastisch, dass ihr hier seid. Denn vielleicht fangen wir mit einer einfacheren Frage einfach noch mal an, so ein bisschen, um warm zu werden und mal gucken, wo wir dann landen. Und da lande ich auch direkt bei dir. Okay. Denk an amerikanische Bands, denk an europäische Bands. Was gibt es vom jeweiligen Kontinent, nicht deutsche, europäische Bands, mhm, natürlich. Gibt es so eine Band, wo du sagen würdest, jawohl, das ist so meine Lieblings-US-Band oder meine Lieblings-europäische Band und ich höre da auch irgendwas raus, wo ich sagen würde, das ist vielleicht typisch für den einen oder für den anderen Herkunftskontinent? Ja, tatsächlich ist das Ganze ja natürlich sehr subjektiv, wenn man wirklich so von Lieblingsbands redet. Ja, ich habe natürlich, sage ich ja immer wieder gerne und gebe zu, ich habe eher so meine Schwäche für UK-Bands eben. Ich liebe Black Sabbath, ich liebe im Prinzip alles, was so am Anfang war, aber heutzutage, also ich sag mal, ich habe so mit Bands wie Deep Purple, Black Sabbath angefangen und heute mittlerweile bin ich auch bei Sachen wie Metalcore, bei Architects, bei While She Sleeps angekommen, ja. Aber bei mir gibt es schon so eine klare Linie, ich bin wirklich ein großer Fan von UK-Musik und deshalb, ja, sage ich mal, das ist wirklich so mein Ding. Ja,
Aber, Aber schon dieses klassische Spät-60er bis Mitte-70er UK-Ding? Also ja, tatsächlich. Also nicht nur. Also ich mag auch New Wave of British Heavy Metal natürlich auch sehr gerne. Ich mag auch dieses Punkige tatsächlich in UK-Metal dieser Zeit. Ich mag auch Motorhead. Ich mag tatsächlich auch die moderneren Sachen. Aber wie ich sagte, es ist eben etwas rein Subjektives, würde ich sagen. Wenn man das wirklich so aus der, sage ich mal, musikwissenschaftlichen Sicht der Dinge betrachtet. Ja, man kann das ja eben so sehen, durch was die Bands beeinflusst worden sind. Es gibt ja so diese eine Theorie, dass die US-Bands mehr diese Blues-Jazz-Einflüsse haben und die europäischen Bands dann eher so diese klassische Thematik, viel Thematik aus der klassischen Musik übernommen haben. Was bei UK-Bands tatsächlich auch spannend ist, dass die teilweise wirklich beides drin haben, wie es bei Black Sabbath zum Beispiel ist. Was ich sagen würde, dass eben da diese Sprachbarriere gefällt habe, hat und deshalb hört man eben oft auch Blues-Einflüsse eben bei UK-Bands. Man kann das natürlich auch so auf die soziologische Schiene ziehen und betrachten und sagen, ja, die Infrastruktur ist eben in beiden Ländern ganz anders, so die Kultur, die Politik und inwiefern, sage ich mal, die Gesellschaft die Musik oder die Politik die Musik unterstützt. Das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man, sage ich mal, so diese Unterschiede zwischen europäischen Metalbands und amerikanischen Metalbands herausfinden möchte. Ja, wobei ich glaube, England hat da ja tatsächlich sowieso noch mal auch historisch oder pophistorisch eine Sonderstellung, weil die waren ja irgendwie so immer dieses große Land der Pop- und Rockmusik. Ja. Also da sind halt früh Bands groß geworden, die dann in ich sag mal so die Beatwelle der 60er, ja, die dann quasi genau auf den Kontinent geschwappt sind. Mhm. Du hast, was die British Invasion übrigens. British Invasion, ja. Dankeschön. Genau, also was es nicht früher alles an britischen Magazinen oder englischen Magazinen gab, die halt einfach die Fans über die Bands informiert haben und so, das ist dann auch hier rüber geschafft. Die hatten dann nochmal, glaube ich, nennen wir es mal einfach populäre Musik oder Unterhaltungsmusik, wo man auch Metal zusammenfassen kann, halt einfach schon immer ein ganz anderes Standing irgendwie. Also da war es relativ normal, auch mal eine Punkband oder später auch eine Metalband oder eine Beatband in eine Fernsehshow einzuladen, in den öffentlich-rechtlichen, wo hier da lange diskutiert werden musste und da irgendwie erst eigene Sendestrecken für ins Leben gerufen worden. Es ist auch irgendwie, also speziell ist in Deutschland, wenn du das mit Deutschland vergleichst, also wo du gerade sagtest, wo kann das denn herkommen irgendwie, die Beat-Geschichten, wenn du jetzt mal zurückgehst, bist du bei Chuck Berry und so und in Amerika hast du natürlich den Blues, ne, überall, das ist das, was ich ganz, ganz geil finde, du gehst in eine Bar, da kommt so ein 80-jähriges Pärchen, du sitzt da, schlabberst dein Bierchen vor das was und die hören, dass du Deutsch sprichst, oh, where you come from, und aber da kennt jeder irgendwie die Scorpions zumindest oder so, ne, klar, aber die kennen auch irgendwie Walter Trout, so, ich bin auch ein Bluesliebhaber von dem bisschen etwas härteren Blues und sowas, ne? Mhm. Und das kennen die einfach. Das ist deren, ja, wir haben so Volksmusik, ne, bei uns in Deutschland. Aber die Volksmusik in Amerika ist, glaube ich, auch eher so der Blues, ne? Blues, und das kennen die. Und Country Western, was eigentlich natürlich irgendwie vergleicht das mal mit unserer Volksmusik, da ist schon mehr Arsch drin, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Mhm. Und das haben die irgendwie alle gefressen. Die kommen da und kennen alle irgendwie solche Bands, auch wenn die da irgendwie alte Leute sprechen mich an, ach, von Deutschland, ach, die Band, die kennen einfach viel an Musik so. Die haben irgendwie ein ganz anderes Ding. Das ist was. Hier kennt natürlich jeder irgendwie eine Schlagerband oder so, weil sie täglich im Radio laufen. Da läuft halt oft auch irgendwie Blues und ganz alte Bluesgeschichten und so haben die das einfach drauf, solche Bands zu kennen. Die sind da irgendwie rockiger irgendwie. Ja. Ich fand den einen Punkt, den Cat gerade gesagt hat, mit der klassischen Musik, den fand ich auch relativ spannend, weil der stimmt wirklich tatsächlich, wie du gerade gesagt hast. Wagner und Metal, ne? Genau, aber halt auch, wenn man es da mal einfach so sagt, und wenn ich das falsch sage, korrigiert mich bitte, aber die USA sind ja im Vergleich ein relativ junges Land von europäischen Einwanderern und da haben sich die Dinge einfach entwickelt, während hier in Europa eine ganz andere Kultur sich entwickeln konnte und da war halt klassische Musik immer ein ganz, ganz fester Bestandteil. Guck mal zum Beispiel so weiß ich nicht, Musik der 20er Jahre in Europa ist, glaube ich, völlig anders als die Musik in Amerika. Einfach, weil du halt diesen
Kultur, diesen anderen musikalischen Bezug hast. Oder auch, wenn man mal überlegt, wie viele klassische Elemente sich eigentlich auch in euren, oder Melodienansätze sich auch in euren Platten wiederfinden, also auch schon in den frühen wiederfinden. Und das ist halt so ein typisches, sag ich mal, Speed-Metal, europäisches Metal-Ding, ganz klar, dass du damit mit diesen Melodien so ein bisschen eher spielen kannst und da einfach einen anderen Zugang, glaube ich, auch hast. Aber würdest, also ich würde voll dabei sein, wenn man sagt, so in den früheren Zeiten, jetzt auch mal vor dem Internet etc. pp., also alles so ein bisschen langsamer waren, als so Wellen langsam hin und her schwappten, Tape-Shading etc., also diese ganzen Erfahrungen, Inspiration und macht was Neues, dass diese kulturelle Herkunft unter Umständen noch viel stärker ausgeprägt war. Jetzt heute, wenn man jetzt meinetwegen sagt, so ja, der europäische Speed-Metal ist eher vielleicht ein bisschen klassisch, ein bisschen bombastischer orientiert oder so, würdest du sagen, das nährt sich dann heutzutage doch eher aus der eigenen Speed-Metal oder meinetwegen der Metal-Vergangenheit und man muss jetzt weniger auf Wagner zurückgreifen oder greift das heute immer noch? Weil heute sind ja alle Einflüsse für jeden, zu jeder Zeit hör- und möglicherweise einbau- und spürbar. Also ich glaube, dass das nicht mehr so direkt spürbar ist, sondern aber halt so quasi, wir sind eine, zwei, drei Generationen weiter. Du kannst, wenn du ganz genau hinhörst, kannst du vielleicht diese Dinge noch bis dahin zurückverfolgen. Die waren aber bestimmt nicht mehr so der Anstoß. Wenn du heutzutage anfängst, Musik zu machen, orientierst du dich halt in der Regel an den aktuellen Bands, die ja quasi wiederum eine Reflexion des gerade aktuellen Zeitgeschehens sind, auch in kultureller, auch musikalischer Hinsicht. Und das dann halt so ein bisschen aufgreifen irgendwie. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Und was man natürlich nie vergessen darf, gerade, das soll jetzt nicht abwertend gegenüber anderen Musikarten sein, aber du hörst halt bei Musik mit Gitarren oder so, du hörst halt immer den Spieler. Du gibst, wenn Markus und ich das gleiche Riff spielen, es klingt komplett anders. Auch zum einen, weil ich nicht so gut Gitarre spielen kann wie Markus, aber ist ja mal eine ganz andere Geschichte noch. Ach. Aber das Smoke on the Water klingt bei jedem Gitarristen anders. Es klingt nur bei einem wie bei Deep Purple, nämlich bei Ritchie Blackmore. So, das ist halt das Ding. Das kommt natürlich auch immer noch so ein bisschen mit rein, das darf man nicht vergessen. Und wenn du halt dann bist du wieder, wie Kat ja vorhin auch schon gesagt hat, du bist dann so bei so sozialen Aspekten vielleicht irgendwie. Wenn du aus Birmingham kommst, eine Arbeiterstadt, und da Schlote stehen, dann fängst vielleicht eher an, dich mit Musik zu befassen, die dann zu Black Sabbath oder zu Judas Priest wird oder so. Ja, genau, dann hast du British Steel und sowas. Ja. Und die haben das ja auch sehr auf ihre Herkunft alles irgendwie abgestimmt, richtig. Und so, ne? Mhm. Und da hast du mal, Kat, weil wir es gerade hatten, Birmingham so als Metal-Keimzelle in England möglicherweise. Mhm. Du hast mal gesagt, oder im Vorgespräch, es wurde mir so zugetragen, dass du sozusagen mit der These hier reingehst, Detroit in den USA wäre sozusagen das Birmingham der Vereinigten Staaten. Ich applaudiere. Oh, da wird laut geklatscht. Ja, absolut. Ja, nee, ja. Vielleicht magst du das. Ja, tatsächlich gibt es sehr viele Parallelen, wenn man die US-Musik und europäische Musik betrachtet, gibt es sehr viele Entwicklungen, die zwar unterschiedlich sind, aber sich ähnlich, sage ich mal, widerspiegeln. Zum Beispiel, was wir hier in Europa hatten, zum Beispiel mit der klassischen Musik, das hatten wir eben in Staaten mit Blues. Und beides hat so gewisse Punkte, die sich sehr ähnlich sind, zum Beispiel Virtuosentum. Was du bereits gesagt hast, Tom, eben Gitarren spielen bei Metal-Musikern. Ja, ich finde, dass man das Ganze zum Beispiel in Europa eben zum Beispiel mit Paganini vergleichen kann. Das war in der klassischen Musik eben schon das Ding, dass man versucht hat, so gut wie möglich, so schnell wie möglich zu sein. Und das sieht man eben in der Metal-Musik auch. Oder die ganzen Ästhetiken der Blues-Musik. Ja, Robert Johnson, der angeblich seine Seele an den Teufel verkauft hat. Und damit er so gut wie möglich Gitarre spielen kann. Das ist ja auch eine gewisse Art von Virtuosentum. Und um auf unser Thema zurückzukommen, solche Parallelen sieht man eben auch in kulturellen Aspekten. Ja, so Detroit, MC5, Alice Cooper, Arbeiterstadt, man versucht irgendwie so dieses Aufwachsen in dieser Stadt in der Musik verarbeiten, was man eben auch zum Beispiel bei Black Sabbath in Birmingham in einer englischen Arbeiterstadt sieht und was man eben dann auch in seiner Musik verarbeitet.
Ja. Gibt ja auch genug Lieder irgendwie. Detroit Rock City, Motor City Madhouse, Ted Nugent ist ja eigentlich auch. Richtig. Genau. Detroit ist die Motor City, ne? Genau. Und Autos, ne? Ja, ja, richtig. Und Detroit war dann ja auch, ich meine, Kiss haben nicht ohne Grund Alive 1 in Detroit aufgenommen, weil sie halt wussten, okay, in der Stadt schon kommen wir an. Da ist was passiert, ne? Und wie gesagt, MC5 ist da eine wichtige Band zu nennen. Die Stooges gehören da mit Sicherheit auch dazu. Genau. Irgendwie, die haben da halt was völlig aus dem ganzen Klumpatsch, ne, der Led Zeppelins und Co., die es gerade so gab, haben die halt was Eigenes. Das ist auch irgendwie ein bisschen was amerikanischen Metal oder deutsch oder europäischen Metal, wenn man das so irgendwie, also ich finde, da eint sich das. Die sind sehr bedacht auf ihre Herkunft. Also die wollen nicht irgendwas vorspielen, was sie nicht sind. Kommen sie aus so einer schmuddeligen Dreckstadt, denn möchten die, dass man das auch hört. Und das passt ganz gut zu diesem Genre. Ne? Das hat irgendwie was Straßenmäßiges, da haben sie Lust zu. Und also da wird seine Herkunft nicht irgendwie versteckt oder so. Ne? Hm. Und das hörst du in der Musik so, finde ich. Und das ist genau das, was sie hören wollen. Und das, was sie auch zu schätzen wissen, die Hörer, dass da nichts irgendwie vorgemacht wird. So, ne? Das finde ich wichtig beim Metal. Ja. Also auch gerade Ted Nugent, der ja in Anfang, Mitte 70er Jahren eine Riesennummer in den Vereinigten Staaten war. Wenn man das Zeug von ihm hört, die alten Sachen, das klingt natürlich wirklich fundamental anders als das, was zu dem Zeitpunkt vielleicht, also wenn man jetzt auf die Purple schaut, also Jahresvergleiche zu haben, da ist nichts Klassisches drin, da ist nichts Progressives groß drin, nichts Bombastisches. Das ist tatsächlich noch so ein bisschen, ne, so Blues, Roots, Rock'n'Roll, aber auch schon richtig geil. Also selber von seiner Einstellung kann man drüber diskutieren, aber ist schon geil. Also die alten Ted Nugent Sachen sind auch schon viele gute Sachen. Ja, klar. Also, natürlich auch mit den Amboy Dukes dann die Sachen. Da kam dann der gute Ted ja auch noch mal aus quasi direkt aus den wilden 60ern reingeslappt irgendwie. Und da hat man das Gefühl, okay, da sieht man die Jungs auf der Bühne und da denkst du noch, okay, das ist noch so die British Invasion, das ist noch so ein bisschen so dieses ganze so Yardbirds-Flair und alles, was die da so transportieren. Aber einer muss dann wild irgendwie zur Seite springen und sein eigenes Ding daraus machen. Oder die Kings aus England, die haben ja auch sehr auf ihre, die sind ja ganz aus der Art geschlagen, selbst in der britischen Popmusik, weil sie relativ schon andere Themen benutzt haben und so, ne? Und auch ihre Herkunft überhaupt nicht verschwiegen haben. Aber man hört es da ja auch, und da können wir gleich auch noch mal so ein bisschen sprechen über Sound und Virtuosität und Technik. Gerade bei den Kings, wenn man heute so einen Song wie You Really Got Me hört, der ist ja schon richtig hart produziert, wenn man überlegt, von wann der kommt. Der ist knochentrocken, super rifforientiert und wirklich hart für die damalige Zeit. Und das finde ich, früher ist mir das nicht so aufgefallen, aber wenn man sowas immer in der Rückschau mal hört, solche Geschichten, dann merkt man plötzlich, oh ja, da merkst du plötzlich, es ist eine Band, die viel konkreter vielleicht Vorbildfunktion hatte. Heute weiß man es in der Rückschau konkret. Und damals ist es so, irgendwie war halt da und man konnte es vielleicht gar nicht so benennen. Du musst ja einfach mal überlegen, was es damals in den 60ern tatsächlich für einen Sprung war, halt mal so Dinge wie Verzerrung einfach mal erlebbar zu machen und die auch mal auf eine Platte zu nehmen. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Band, aber es war so in England, die großen Studios gehörten oft zu BBC und da standen dann Männer in weißen Kitteln, die das Mischpult, die drei Regler am Mischpult bedient haben. Und wenn du denen gesagt hast, das muss hier alles ins Rote, da haben die sich krank gemeldet. Das ging nicht. Ne? Also, wenn ich da ganz kurz, wir machen sofort Pause, aber wo du es gerade sagst, ich habe vor kurzem, also tatsächlich vor 2 Wochen, habe ich so ein 1976er JMP 100 Watt Topteil, so ein Marshall, verkauft. Und ich warnte den Käufer noch davor. Er meinte, ja, ich will ihn so ein bisschen in meinem Heimstudio benutzen. Ich sagte, du, der hat kein Master Volume, nix. Wenn du den auf 1 drehst, nee, ich krieg das schon hin. Mhm. Und dann schrieb er mir letztens zurück und sagte, du, ich hab den jetzt so auf 0,5 und ich find's immer noch unerträglich, Klaus. Ja, das ist ein Biest. Und leiser geht der. Genau, es geht nicht leiser. Und wenn er ein bisschen zerren soll, dann musst du sowieso ihr alles aufreißen. Mhm. Aber egal. Wir machen kurz Pause, wir sind gleich wieder am Start mit unserem großen Talk. Unterschiede, US-Metal versus Europa, wo liegen sie? Vielleicht finden wir noch ein paar mehr. Bis gleich. Wir suchen schon mal. Ja. Und da sind wir auch schon wieder zurück mit unserem kleinen Talk zu den Unterschieden oder den Ähnlichkeiten. Ich würde gerne mal auf ein konkretes Genre blicken an dieser Stelle, um mal vielleicht auf so Sachen wie, du hast es angedeutet, auf Virtuosität oder Technik, Produktionsweisen etc., wo man das vielleicht so ein bisschen historisch parallel sehen kann, weil wir haben ja schon festgestellt, alles bedingt sich so ein bisschen, schwappt hin und her, wird verändert, beeinflusst dann wieder da. Und das ist natürlich eine unglaublich spannende Entwicklung auch immer gewesen, die zu dem geführt hat, wo wir heute stehen. Aber wenn wir mal auf den Thrash Metal zum Beispiel gucken, so auf die Urzeiten und gehen so ein bisschen in die frühen 80er zurück, da gab es dann ja wirklich so historisch betrachtet so zwei, also aus meiner Sicht, ihr mögt mich bitte korrigieren, aber so zwei grundrelevante Strömungen. Einmal so ein bisschen das Ruhrgebiet mit Destruction, Creator und Sodom. Und dann natürlich so ein bisschen
Bay Area, die Vereinigten Staaten. Wir reden hier von Metallica, wir reden von Exodus. Genau, Anthrax. Anthrax, genau. Jetzt dürfen wir aber nicht die Städte durcheinander werfen. Weil, nee, genau. Es gibt aber Bay Area und genau. Destruction kommen auch nicht aus dem Ruhrgebiet, die kommen aus Lörrach. So, okay. so ist es. Wollte ich aber recht. Kurz einwerfen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Ostküstenbands. Ja. Also, das ist ein Overkill. Idiot, ja. Vollkommen richtig, deswegen habe ich dich auch eingeladen, nur um mich zu korrigieren. Na, natürlich. Vielen Dank, Herr Lehrer. Ja, ich sehe schon. Richtig. Genau. Aber es ist so eine Musik, die damals als sozusagen Extreme gesucht hat, wahrscheinlich bewusst oder unbewusst auch so ein bisschen von den ersten Black-Metal-Sachen, vor allem in Europa, beeinflusst, Venom etc. So, jetzt aber einmal die Frage, wenn man sich das heute so, die ersten Aufnahmen teilweise anhört, dann habe ich den Eindruck, dass die deutschen Sachen um ein Vielfaches räudiger irgendwie klingen. Also und auch ein bisschen holpriger, auch charmant durchaus und in ihrer Zeit natürlich alles frisch und laut und rau. Und die US-amerikanischen Sachen schon ein bisschen geschliffener, ein bisschen filigraner gespielt vielleicht auch. Also ein bisschen professioneller. Es hat vielleicht in Deutschland die Geschichten in dem Sinne irgendwie mehr was von Scheiß drauf. Wir machen das jetzt einfach, reiß sie auf die Bude und los geht's. Mhm. Wobei sie tatsächlich sortierter auch in Amerika vorgegangen sind, glaube ich. Ne? Ja. Also vom Höreindruck, was natürlich auch, das ist alles immer geil, das Zeug, ne? Ja, ja, klar. Aber doch hat das schon so einen Hauch von ein bisschen mehr Scheißegal in Deutschland gehabt, oder? Ja, so. Ja, der Trick ist ja der, da sind wir ja wieder bei diesem klassischen Einfluss-Ping-Pong, ne? Die amerikanischen Trash-Metal-Bands waren halt viel beeinflusst von europäischen Metal und Motorhead. So, Punkt. Und konnten halt, weil sie halt 2-3 Jahre älter waren als die Generation der Creators Destruction Sodoms und so, konnten vielleicht auch schon einfach ein paar Jährchen besser spielen. Ja, und das kannst du vielleicht bestätigen. Gerade am Anfang sind so ein paar Jahre, machen wir echt richtig viel Unterschied aus irgendwie. Und da war halt vielleicht mehr so, dass das Exodus zum Beispiel immer ganz deutlich mehr so zum Beispiel an klassisch angehauchte Gitarrensoli hatten. Die gingen so ganz deutlicher in diese, sag ich mal, Flitzefinger, Paganini, Vivaldi-Richtung, wie Catty gerade schon angesprochen hat. Und in Altenessen, in meiner Heimat, konnte man zu dem Zeitpunkt halt gerade mal einfach nur hoffen, wir fangen alle den Song zum gleichen Zeitpunkt an und hören alle zum gleichen Zeitpunkt auf. Und was dazwischen passiert, gucken wir. Aber auch das hat dann ja einen gewissen Charme. Ja, ja. Da waren ja zum Beispiel. Definitiv. Zum Beispiel waren ja Halloween damals, 84, 85, spielerisch all den Trash-Bands einfach schon meilenweit voraus. Ja. Eben weil die halt ein paar Jahre länger schon dabei waren in dem Moment. Ja, obwohl das, ich muss tatsächlich sagen, hat er nicht unrecht, weil die ersten Sachen, die wir uns ausgedacht haben, die waren auch ganz schön heftig, erstmal im Studio rüberzubringen. Und dann haben wir uns ja eigentlich erst hingesetzt und haben die Wochen lang geübt. Also wenn du denn sowas machst, dann bist du auch jeden Tag im Keller. Ne? Mhm. Und das ist natürlich ein Anreiz so. Da kannst du jetzt noch einen raufpacken, ne? Ja. Nein, aber Trash-Metal im Ruhrgebiet speziell hatte halt so wirklich dieses, man hat schon Dinge wie Metallica, Slayer und so mitgekriegt, man hat gesehen, da gibt's eine neue Form von Musik aus Amerika, die ist übers Trade-Trading hier super rübergekommen. Und dann haben die angefangen, das dann quasi nachzueifern. Mhm. Und aber das war so Pottasche. So Pottasche, genau, richtig, ganz, ganz genau. So irgendwie, ne? Und dann, es wird dann aber man könnte, glaube ich, zum Anfang oder auf den ersten Platten oder ersten Aufnahmen könnte man relativ genau sagen, okay, das kommt daher oder da war die Band vielleicht ein bisschen früher mit der Idee oder so. In Wahrheit sieht es aber so aus, dass es gibt eine, ich stand mal auf einer Tour neben, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber es waren einer von Creator und einer von Exodus und die haben sich, und der Dialog ging ungefähr so, hör mal, ich wollte mich übrigens bei dir dafür entschuldigen, dass wir 85 euer Riff gezockt haben. Hör mal, weißt du was, ich wollte genau das gleiche gerade zu dir sagen. Ich weiß auch nicht, wer von uns das zuerst hatte. Und so sehen es dann halt wirklich die Musiker einfach. Die wissen halt auch, das ging halt damals total schnell hin und her. Und ich meine, denk mal an Proberaum-Tapes auch nur zum Beispiel. Wie schnell hast du eine Probe mitgeschnitten und die hat sich dann vervielfältigt einfach. Und es gab ja so eine, so kenne ich es halt noch, es gab in jedem Proberaum den einen Punkt, wenn der Kassettenrekorder richtig stand und alles richtig geil war, dann hast du da die Aufnahme deines Lebens mit hingekriegt irgendwie. Und die hat dann halt einfach zirkuliert. Und dann, ne, wie gesagt, in Altenessen, wir kannten manche Songs von Slayer oder Metallica schon bevor die Platten rauskamen. Jetzt habe ich dich aber fast von der Frage schon wieder abgebracht. Nee, wir sind genau mittendrin. Ach so, gut, okay. Tatsächlich sind ja auch, wir deuten jetzt ja auch so ein bisschen sowas wie Produktionsbedingungen an. Würdest du sagen, dass das mit Blick zurück, war man in Deutschland möglicherweise auch, was jetzt Studiotechnik, Auswahl etc. pp. Und Können angeht an diesen Sachen, vielleicht noch nicht so weit wie in den Vereinigten Staaten, wenn es jetzt so ist? Ich weiß nicht, Amerika ist ja auch immer alles größer, Dollar, bigger und teurer und vielleicht hatten die einfach mehr Budget, konnten im Studio ein bisschen länger rumbasteln als wir in Deutschland, wenn da eine Plattenfirma kommt. Die erste Platte haben wir auch in einer Woche
eingehustet oder sowas. Mhm. Da haben vielleicht die Amis dann schon 3 oder 4 Wochen für gehabt oder so. Obwohl die ersten Exodus-Sachen und sowas, die klingen auch noch schon ganz schön schnell durchgezogen, ne? Was ja durchaus charmant ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwie was, dass es damit auch ein bisschen was zu tun hat. Das Budget ist irgendwie anders in Amerika, ist ja immer alles mehr und größer. Bestellst du eine kleine Cola, kriegst einen ganzen Eimer oder so, ne? Ja, ja. Und so ist es auch mit den Budgets vielleicht gewesen oder Studiozeiten oder so. Ist es denn so, würdest du jetzt sagen, heute mit Blick auf alles, vielleicht auch Cat an dich die Frage, weil du ja tatsächlich dich auch super viel mit Bands, mit neuen, mit allen möglichen Sachen beschäftigst. Wenn wir auf die Szene heute gucken, eben durch die Möglichkeiten unter anderem des Internet und das gegenseitige Hochkatapultieren, es geht alles viel schneller, es wird viel mehr gewechselt. Gibt es diese Unterschiede noch so super relevant oder wo siehst du jetzt eigentlich die Hauptunterschiede, wenn man mal in den internationalen Markt guckt? Wo sind die eher zu finden? Ja, wenn wir jetzt bei der Technik wieder einsetzen, ich habe letztens eine interessante These gelesen, dass zu viel Technik auch nicht unbedingt gut tun kann. Je mehr Auswahl jemand von technischen Entwicklungen reinspielen lässt, desto gleicher fangen die Bands an zu klingen. Mhm. Und die berühmte eben, Andy Sneap-Snare aus den 90ern. Aber das ist ja nicht unser Thema. Also unser Thema ist ja, eher so die moderne Entwicklung. Was ich tatsächlich kulturell sehr spannend finde, ist, dass man in Europa mittlerweile, es gibt da auch so eine Sache, dass man sagt, ja, man kann so eine gewisse Parallele daran sehen, wie gut ein gewisses Land, sage ich mal, kulturell und generell entwickelt ist und wie viele Bands und vor allem Metal- und Rockbands in diesem Land gibt. Ja. Und das ist eben so eine Sache, die damit zu tun hat, auch vor allem, wie man, sage ich mal, so solche Bands auf der kulturellen Ebene unterstützt. Ja, weil zum Beispiel hatte ich letztens auch gelesen, dass in skandinavischen Ländern eigentlich so ist. Ja, es liegt nicht daran, dass es einfach sehr, sehr viele Metal-Bands gibt. Ja, im Prinzip werden ja gleich viele Bands gegründet, aber mehr Bands bleiben bestehen. Ja, und das hat ja mit gewissen Punkten zu tun, ja, inwiefern da eine Infrastruktur vorhanden ist, inwiefern man einen Proberaum findet, inwiefern man gewisse Technik hat, Geld hat, um Musik zu machen und ebenso, dass die Band eben bestehen bleibt. Und das ist, glaube ich, im Moment auch so ein Punkt, auch in der heutigen Zeit. Ja, man sieht ja heutzutage auch viele Initiativen, zum Beispiel Initiative für Musik, die eben Bands unterstützt. Und vor allem in der heutigen Zeit, in der Pandemiezeit, ist es, glaube ich, so eine tolle und wichtige Sache, dass es sowas weiterhin bestehen bleibt, dass unsere Musiklandschaft auch nicht absolut zurückgefahren wird. Bin ich ganz bei dir. Du hast das Beispiel Skandinavien gesagt. Da hat Pop- und Rockmusik einfach einen ganz anderen Stellenwert, da sind die Fördermöglichkeiten viel besser. Eben, wollte ich gerade. In Skandinavien ist der Musikunterricht schon ab der Grundschule so dermaßen auf modernere Musik ausgelegt und eben nicht auf, weiß ich nicht, Bach, Beethoven, irgendwas trällern. Was auch cool ist, aber so kriegst du halt Kinder, Jugendliche heute nicht mehr an die Musik. Finnland hatte ganz, ganz lange ein eigenes Exportbüro für finnische Musik. Die haben erkannt, hey, unsere Bands, die Musik, die wir machen, viel Metal, viel Rock, ist halt einer der größten Exportschlager, den wir haben. Das braucht dann entsprechendes wirtschaftliches Gewicht und stecken dann einfach ganz andere Möglichkeiten da wieder rein. Proberaumsituation. Ja, kann ich bestätigen. Ich habe ja viel mit solchen Leuten geredet in Skandinavien und sehe die auch öfter immer mal wieder. Und die haben auch gesagt, die werden viel mehr gefördert, wenn sie da irgendwie eine Band haben und dies und was. Und die kriegen Zuschüsse teilweise irgendwie und können auch so anders überleben als hier oder so vielleicht. Ja. Und zum Beispiel habe ich weiß nicht genau, ob es stimmt so, aber ich habe gehört, dass zum Beispiel Gwar haben doch da bei diesem Eurovision Song Contest mal mitgemacht. Ja, Lordi. Die anderen. Das schneiden wir. Und die sind nach Hause gekommen. Welchen Platz haben die gemacht? Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Nee, die haben noch gewonnen sogar tatsächlich. Und dann haben sie gewonnen. Und dann haben sie, dann haben sie so vom Staat erstmal so eine kleine Inselgeschenk gekriegt. Aus Dankbarkeit, dass sie ihr Land da so gut vertreten. Ja, ja, die Lordi-Straße gibt's jetzt irgendwo. Und sowas. Und weißt du, das gibt's hier irgendwie nicht so in der Art. Ich will nicht sagen, dass es beschissen ist und ich bin traurig, dass es das hier nicht gibt. Aber Tatsache ist, dass die ganz anders unterstützen. Ja, und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir noch mal auf das Thema Thrash-Metal zurückgehen können, du hast ja gerade schon den Ruhrpott erwähnt, ich weiß nicht, inwiefern die ganze Geschichte anders gelaufen wäre, wenn es da nicht an den entscheidenden Stellen 2, 3, 4, 5 Sozialarbeiter gegeben hätte, die gesagt haben, ey, wisst ihr was?
komm, wir geben euch einen Proberaum, da könnt ihr jetzt Krach machen. Mhm. Dadurch sind Sachen entstanden. Und die haben ja auch dann zum Beispiel Möglichkeiten gegeben, dass dann die Leute damals die ersten eigenen Konzerte organisieren konnten. Da wurden, weiß ich nicht, auf einmal haben Iron Angel, ne, auch eine Hamburger, auf einmal in alten Essen gespielt. Also, boah, wo kommt, wie konntest du das machen? Eben weil da Leute waren, die gesagt haben, hey, das ist unser Job, wir sind von der Stadt hier, um uns um die Jugendlichen zu kümmern. Und wenn die ein Konzert machen wollen, dann lassen wir die das Konzert machen. Mhm. Und das ist halt cool. Und das sind halt, wie gesagt, wenn das nicht gewesen wäre, wer weiß, wie es dann anders ausgegangen wäre. Ist das heute immer noch ein super relevanter Faktor? Also man denkt immer, oh, das ist bagatellig, ein Proberaum und ein paar Leute, die spielen können. Ja, wir wissen alle, die mal versucht haben, mit einer Band sich zu arrangieren oder das bezahlen zu können in größeren Städten oder überhaupt. Aber heutzutage, du hast einen Computer, du kannst alles, es ist alles vorgefertigt, du brauchst quasi kaum noch Musiker, Stimmenprobleme, kein Problem, kriegen wir auch alles technisch hin. Ja, aber das ist wie Sex in echt und auf Film, weißt du? So klar, du kannst mit Computern tolle Sachen machen und das ist geil, das macht die Arbeit in vielen, vielen Dingen echt einfacher. Aber irgendwann musst du dich mal, damit du es richtig fühlst und erlebst, halt mal in so eine Atmosphäre hier, so ähnlich wie hier stellen und da müssen die Amps brummen und der Teppich muss nach Schalen Bier riechen und da musst du es einfach mal machen. Nur die Gelegenheiten dafür sind halt echt schwierig zu finden, glaube ich. Also Proberäume sind in Deutschland zumindest, glaube ich, im ganzen Bundesgebiet echt ein massives Problem. In Hamburg haben sie ja die ganzen oder viele von den Bunkern irgendwie genommen und da haben wir eigentlich in Bunkern immer oft geprobt auch. Ja. Ne? Das haben sie gar nicht so schlecht gemacht, haben sich dann Vereine gegründet, die haben dann auch so ein kleines 8-Spur-Studio damals irgendwo eingerichtet, da konnte man dann immer rein, wenn man in so einen Hamburger Musikerverein da gab es damals und so, das war schon, ich muss sagen, es war nicht so schlecht. Ne? So, und das ist zum Beispiel in Amiland, glaube ich, ganz anders gewesen. Nicht nur Metallica haben da eine Platte in der Garage aufgenommen, sondern da ist das überhaupt kein Problem, wenn da die Band deines Sohnes in deiner Garage dreimal die Woche Krach macht. So, und das ist dann halt einfach akzeptiert. Und da hast du dann wirklich schon mal ganz andere Möglichkeiten. Aber würdet ihr denn jetzt sagen, weil damit denkt man ja gerade für Heranwachsende, dass das schon auch das, was man transportieren will mit einer Band und das Image und gerade Metal, was ja immer was Rebellisches hat. Wenn du jetzt meinetwegen, ich versuch's mal simpel runterzubrechen, in Deutschland, wo du damit eher Probleme hast, die Eltern klopfen dir nicht auf die Schulter, weil die sagen, toll, hast was Geiles gelernt. Du kriegst wenig Förderung dafür. Man hat vielleicht eher Probleme. Man wird so belächelt von allen mit dem, was man da macht. Und aus dieser Stimmung des Unterdrücktwerdens erwächst dann eben dieses Rebellische, und wir wollen die Leute schocken, wir wollen das und das machen. Und Metallica, die sagen, ja, wir wollen auch so sein, weil du gerade das Beispiel nanntest, aber sie können sich quasi vor Garagen anfragen, wo sie denn proben dürfen, gar nicht retten, weil alle diesen Entertainment oder dieses Künstlerische von vornherein viel höher hochhalten, auch wenn es jetzt nicht klassische europäische Hochkultur ist, sondern irgendwas Frisches. Ich glaube, so die Akzeptanz gegenüber, also jetzt speziell der Rockmusik, überhaupt in Amerika, bei jedem, der da irgendwie wohnt, ist viel, viel größer. Absolut, Also, weil, wie ich vorhin schon sagte, du triffst ein altes Pärchen im Restaurant, die schnacken dich auch gleich an, die haben keine Hemmung irgendwie. Dann kannst du mit denen trinken und die erzählen, ach, jeder hat ja irgendwie mal einen Verwandten in Deutschland gehabt, aber man kommt so ins Gespräch, sehr nett, und die kennen dann Bands. Und also die Akzeptanz gegenüber Rockmusik überhaupt ist riesengroß da. Da spielt ja auch dann so Dinge mit rein wie eine Radiokultur. Beispielsweise. Ja, auch. In England, die BBC haben total viel möglich gemacht. Auch wenn es mit Verlaub ein Spießerladen war, aber da konnten halt immer wieder Nischen gefunden werden. Wie viel Musik hat jemand wie John Peel den Leuten gebracht? In den USA gab es immer, die haben so ein durch die Größe des Landes so viele Radiostationen. Ja, da gab es halt wirklich ein ganz anderes Netzwerk, halt auch wirklich für Rockmusik und speziell auf Rockmusik spezialisierte Stationen und so. Ja. Da hast du recht, da ist ein ganz anderer, viel leichterer Umgang mit dem Thema. Das ist ein anderer Schnack, ob es jetzt. Wann waren wir da? Vor ein paar Jahren waren wir auch schon mal wieder da, so, ne? Haben im House of Blues gespielt und so. Und also jeder Bock und Ahnung von Rockmusik. Ja. Man kann es, glaube ich, ganz blöd runterbrechen, wenn man sich mal zwei Beispiele nimmt. Ich glaube, eine Band wie KISS hätte in Europa sich niemals gründen können und wäre niemals das geworden. Und eine Band wie Rammstein hätte sich nie in Amerika gründen können, hätte dann nicht den Sound und hätte dann nicht den Erfolg. Und daraus auch wiederum diese Wechselwirkung, das macht die dann ja wieder interessant für Amerikaner. Ja, ne, genau. Singen in Deutsch, der Akzent, wie die aussehen und so. Abgefahren. Rammstein habe ich in Mexiko gesehen, als wir mal einen Tag frei hatten. In so einer Halle sind wir dann hingetobt und tausende von Mexikanern singen deutsche Texte, deutsche Refrains grün, die sie gar nicht
wo sie gar nicht wissen, was das heißt, ne? Aber funktioniert, ne? Ja. Wie ist das denn, wenn ihr Halloween macht? Also ihr habt natürlich auch viele Änderungen im Laufe der Jahre gemacht, euch mal in die Richtung orientiert, ein bisschen traditioneller. Ist für euch heutzutage relevant, wenn ihr neue Musik schreibt, wenn ihr neue Aufnahmen macht, für welches Land, wenn man jetzt mal auf die Fanseite blickt, was kommt vielleicht wo wer an, was wäre da vielleicht wichtiger oder geht man da? Ist das, nee, das viel ist zu wirtschaftlich? Das ist uns eigentlich scheißegal. Wir schreiben, wie wir schreiben, wir sind so, wie wir sind, da kommt raus, was drin ist. Und wir sagen jetzt nicht, wir brauchen für den amerikanischen Markt einen bestimmten Song oder so. Es kann sein, dass sie sagen, die wollen vielleicht einen anderen Song auskoppeln, weil die meinen, wo die auch vielleicht auch mit Recht haben, weil sie vielleicht ihren Markt besser kennen, nehmen sie einen anderen Song als Single, weil sie meinen, irgendwie der klappt in Amerika besser als der, den wir jetzt in Europa haben oder so. Mhm. Und da haben wir dann auch nichts gegen. Wenn sie den irgendwie so empfinden, dann kriegen sie den natürlich auch. Ne? Ja, aber wir machen nicht jetzt speziell einen Song für Amerika oder so. Mhm. Das, aber, die Idee aber die war nie da. Aber die Phase gab es mal, wo gerade Mitte der 80er, wo europäische Bands so sehr nach Amerika geschielt haben, dass da komplette Imagewechsel etc. durchgezogen worden. Celtic Frost, Cold Lake, Grave Digger, die mal eben für ein Album das Grave unterschlagen haben, sich nur noch Digger nannten, ein mit Keyboards zugekleistertes Album rausgebracht haben. War das die mit der Mickey Mouse oder was? Genau, oder eine Ente oder sowas, was auch immer da drauf war. Ne, also die Anziehungskraft war schon stronger immer. Than ever, haben sie die genau. Dann genannt. Nein, aber das ist so ein Ding, warum Amerika diese Anziehungskraft hat, kann ich auch nicht erklären. Es hat ein gewisses Abenteuer für uns. Warum das für Künstler von uns ausgesehen hat, das garantiert ein schönes Abenteuer, oder? Mhm. Aber ich meine, früher hieß es ja auch immer, wenn ihr es in Amerika schafft, tatsächlich, dann das ist der relevanteste Markt. Ist ja auch ein riesiger Markt. Europa ist schön, alles wunderbar, Japan meinetwegen auch noch. Aber Amerika, da musst du es schaffen. Also deswegen, das wie du schon gerade angedeutet hast, da ganz bewusste Entscheidungen waren, zu sagen, wir wollen hier gerade mal gut funktionieren. Das klappt mal mehr, mal weniger. Wir haben ja auch klein angefangen in Amerika und haben uns auch hoch. Also trotzdem ist Amerika, Nordamerika nicht unbedingt der Markt für uns, der jetzt am größten ist. Es ist eher so, also der traditionelle Metal jetzt, den wir machen in Amerika, ist gar nicht mal so groß. Wir spielen woanders größere Hallen tatsächlich. Es gibt den noch, aber ich glaube, so modernere Bewegungen irgendwie oder so Crossover-Geschichten und mit vielleicht auch mit irgendwelchen Beats und alles vermischt mit Metal und was auch immer irgendwie sich die Leute einfallen lassen, ist da, glaube ich, irgendwie viel mehr angesagter als unser traditioneller Metal so. Ne? Ja. Ja. Und was weiß ich, so Foo Fighters-Geschichten, die ich selber auch sehr geil finde und sowas. Ne? Ja, aber auch so eine Band wie Limp Bizkit oder so hätte aus Europa nicht kommen können, weil da einfach... Da ist Hip-Hop einfach ein ganz klarer Bestandteil der Alltagskultur mittlerweile geworden. Ja. Und dann vermischt sich das irgendwann. Ne? Mhm. Und bei uns reicht es einmal maximal zu Schlager-Metal oder so. Ja. Ist nicht so schlecht gemacht. Mhm. Ne? Ja, großes Ding heutzutage. Ja, tatsächlich gibt es auch so eine lustige Karte, die eben aufzeigt, welche Subgenre, welche Metal-Richtungen in welchem Land eben am populärsten sind. Und es gibt halt eben Sachen, die in gewissen Ländern funktionieren und die in anderen eher schlecht funktionieren. Ja, weil ich meine, Europa ist ja auch kein so homogenes Pflaster. Ja, ich meine, auch wenn man bestimmte Länder in Europa betrachtet, da gibt es ja auch Unterschiede. Ja, zum Beispiel, ja, Metal in Deutschland ist nicht das gleiche eben wie, sag ich mal, was wir schon hatten, Metal in Skandinavien oder Metal in Polen oder Metal in anderen Ländern. Ja, klar. Black Metal ist so das Erste, was mir da einfällt. Es hat ja zumindest einen sehr großen Schwerpunkt so in skandinavischen Ländern, ne? Und funktioniert in anderen Ländern dann besser oder schlechter, so je nachdem. Ja, oder genauso, wenn man zum Beispiel Metal in Polen ansieht, so, da muss man ja auch gegen etwas rebellieren. Zum Beispiel in Polen ist das diese Rebellion gegen die katholische Kirche, ja. Und das hat ja auch, sage ich mal, auch so die kulturellen, gesellschaftlichen Hintergründe. Es gibt viel Authentik in den Metal, verschiedenen Metal-Bereichen irgendwie. Wenn du jetzt gerade in Skandinavien guckst, da gibt es, je weiter du hochreist, desto weniger wird ja gesprochen, desto mehr wird gesoffen. Da wird auch nicht über Probleme geschnackt. Ich kenne Leute, die haben mir erzählt, ihre Eltern damals, dein Vater, Freitag in der Kneipe, Feierabend, gebechert. Mit seinen Kumpels, haben aber nicht viel geredet. Dann haben sie irgendwann geweint und nach Hause gegangen. Nächsten Tag Sonnabend wieder und dann Montag wieder gearbeitet. Aber die haben nicht geredet über irgendwas. Ne? Mhm. Und das wird dann auch irgendwann früh dunkel und manchmal wird es gar nicht wieder hell, ein paar Wochen lang. Ja. Und
da kommt dann so eine Musik natürlich auch her. Das ist ja irgendwie auch authentisch, ne? Mhm. Und in Amerika ist natürlich auch ein bisschen mehr so der Happy-Faktor. Du hast ein ganz anderes Lebensgefühl. Da hast du viel mehr Sonne und du hast in vielen Teilen irgendwie eine ganz andere Landschaft, die ganz anders inspiriert auch. Ich glaube, das hat auch damit alles was zu tun. Mhm. Ja, klar, wenn deine Lebensrealität ist Sunset Strip, Sonnenschein und irgendwie Autos und Jack Daniels, ist das was anderes? Schreibst du andere Songs, als wenn du unter Tage bist, irgendwie im die Kohle hoch. So. Ja, da werden wir wieder bei diesen Gegensätzen, Unterschieden, wie zum Beispiel Thrash Metal und Glam Metal. Ja. Mhm. Wir wollen gleich noch ein bisschen über die Fanseite auch reden, denn gerade du bist weltweit rumgekommen, hast vor verschiedenen Publikums. Sogar bei euch Publikum. Bin ich jetzt. Genau. Und das ist bestimmt ja auch ganz interessant, weil ja nicht nur die Macher werden beeinflusst durch das, was sie erleben, in welcher Realität sie leben, sondern natürlich auch die Fans. Da können wir gleich drüber sprechen. Aber vorher, ich habe es ganz am Anfang der Sendung gesagt. Wir haben was Neues. Wir haben nämlich eine feine neue Rubrik und die heißt Reingelötet. Und das ist jetzt ein typischer Name von uns. Man weiß vielleicht gar nicht, was damit gemeint ist. Die einen mehr oder weniger oder haben so eine Assoziation. Inspiriert aber. Du bist inspiriert, Ist das für Elektrotechniker? Da bin ich ganz sicher. Es geht auf jeden Fall um Inspiration, denn die wird uns natürlich dank unserer fantastischen Partnerschaft mit Radio Bob von Nina Loges bei Reingelötet gebracht. Denn sie hat ein... Ich will jetzt nicht sagen Fetisch, aber schon ein Fable zum Beispiel für so Black-Metal-Bands, die kein Mensch kennt. Und ab jetzt gibt's Woche für Woche einen fantastischen Underground-Tipp von der guten Nina. Und heute hat sie sich für eine Band entschieden, die ich gar nicht aussprechen kann. Deswegen soll sie das am besten selber tun. Reingelötet, bitteschön. Tag, Freunde, ich bin's Nina und ich habe wieder meinen Musiktipp-Rucksack dabei. Dieses Mal mit meiner absoluten Lieblingsband, die ich möglicherweise falsch ausspreche. Liegt aber nicht an mangelnder Liebe, sondern an mangelnden Sprachskills. Die kommen nämlich aus Reykjavik, aus Island und heißen Misfilming, möglicherweise. Viele gute Bands kommen aus Island, beziehungsweise aus Reykjavik, sind Mara, Auden, Manveira. Für mich stechen Misfilming aber raus. Die sind, wie ein Musikmagazin in Reykjavik mal geschrieben hat, der Mozart des isländischen Black Metal. Und ich finde, das trifft's auf den Kopf. Obwohl es ja um Dissonanz geht, habe ich, glaube ich, noch keine melodischere Black Metal Band gehört als diese. Einfach richtig krass. Vor allem das Album Alchemy von 2019 ist wunderbar. Gebt euch das auf jeden Fall. Und weil das alles so kompliziert auszusprechen und zu schreiben ist, haben wir euch Namen der Band und Album natürlich unten in die Videobeschreibung geschrieben. Mein Befehl, reinlöten. Ja, wir können jetzt hier leider. Gespannt, wie sich ich auch, ne? Ja, ist man auf jeden Fall. Also ich schließe daraus, keiner von euch hat hier schon mal Berührungs- bzw. Hörproben genommen. Ich hätte jetzt ganz von der Band. Ich hätte mein Geld auf Cat gesetzt, dass die vielleicht noch irgendwie da etwas zu tun, das irgendwie vielleicht kennt oder so. Nee, kenne ich tatsächlich nicht, nein. Ich nicht, nee. Okay, also sind wir unserem Auftrag hier mit reingelötet, also wirklich mal so Underground-Sachen, die nicht jeder auf dem Schirm hat, folgerecht geworden direkt mit dem ersten Mal. Absolut. Vielen Dank, liebe Nina. Nimm das gerne als Ansporn beim nächsten Mal. Mindestens genauso tief zu buddeln in den Kisten, die wir alle selten öffnen. Ja. Vielen, vielen Dank. Dann findet sie die Band, die es noch gar nicht gibt. Aber die ist so geil. Ja, ja. Wer weiß, dann denkt man sich gleich einen kompletten Wikipedia-Eintrag dazu aus und gründet die Band im Nachgang, weil alle danach suchen. Hatten wir in den 80ern auch, da hatten wir mal eine besoffene Proberaum-Session aufgenommen, nur Krach gemacht und haben das Ganze dann hinterher als bolivianischen Black Metal namens Shaxul verkauft irgendwie. Shaxul? Shaxul, ja, ja. Und haben dann wirklich 3 oder 4 Tapes davon verkauft. War schon ganz witzig. Wer weiß, in den 80ern viel früher. Na, wer weiß, vielleicht hätte ihr damit ja richtig, hätte es richtig knallen können. Ja, ja, klar, sicher. Da waren wir wie so oft meiner Zeit voraus. Ja, das geht mir auch immer so. Markus, einmal noch auf die Fans sprechen. Also auf die Menschen, auf die ihr trefft. Gibt's da diese großen Unterschiede auch, dass man sagt, in Amerika, jetzt mal auch wieder pauschal gesprochen, da wird eher gefeiert, aber wenn wir jetzt vielleicht mal in weniger begüterte Länder kommen, wo die Leute vielleicht auch Metal aus, oder es gibt einen härteren Kreis. Aus Verzweiflung. Ja, ich sag jetzt mal so, weil du so schön sagst, aus Verzweiflung, dass sich das irgendwie im Publikum, im Miteinander mit den Fans oder wie die auftreten. Publikum, ja gut, also wie ich schon sagte, Amerika ist pur Rock'n'Roll, wenn du da tourst. Ne? Im Flughafen kennt dich natürlich nicht jeder jetzt, aber jeder hat im Gespräch ein Ohr für irgendeine Band, die er kennt. Und das ist irgendwie Rock'n'Roll. Du gehst in eine Bar, trinkst Bier und ja, you guys are in a band, are you guys rockstars? Ja, ja, ja. Und schon zack. Und bums, hast einen schönen Abend, wenn du mal für einen. Das ist sehr angenehm, wenn du einen Abend in der Stadt bist, nächsten Morgen wieder los willst, du kriegst sofort Kontakt da irgendwie. Und es geht über Musik und was, Deutschland, Amerika und so. Alles, das ist gut, wenn du nächsten Morgen wieder weg musst, hast du einen schönen Abend gehabt. So, ne? Ja, genau, aber gut, wenn du jetzt, wenn ihr mal irgendwo.
wenn ihr bei irgendwo seid, wo Leute weniger Konzerte haben oder seltener, weil es einfach wirklich, früher war das ja klassischerweise so im Ostblock eher der Fall, das ist mittlerweile nicht mehr, aber halt da, wo du irgendwie das Gefühl hast, boah, hier ist das eben noch nicht durch die Infrastruktur so im Alltag und es ist nicht so was, was man jeden Tag überall erleben kann, sondern es ist besonders und exklusiver vielleicht auch. Ja, also besonders, naja, so ein Konzertabend ist ja erstmal immer besonders. Ich weiß das ja von mir noch, das mache ich teilweise auch heute noch so, wenn jetzt eine Band kommt und ein paar Kumpels kommen, dann zischen wir schon mal ein paar Bierchen und hören die CD und so und dann freut man sich auf diesen, auf das Event und geht dann zusammen los, ne? Und das, sowas macht super Spaß und ja, ob die anders sind, ob die das, also, pff, schwer zu sagen, die im Konzert sind natürlich gut, in Japan hast du andere Gesichter und auch alles eine Oktave höher als in Europa oder Nordamerika, aber ich würde sagen, vom, ja, schwer zu sagen, die, ja, es ist einfach ein Tick cooler vielleicht in Amerika, oder? Mhm. Man weiß es nicht. Ja, wir haben eine andere Gelassenheit. Es ist eine andere Form von Gelassenheit. Ja, so. Und ich kann das noch mal untermauern, wenn amerikanische Fans oder auch Musiker das erste Mal nach Europa kommen, die sind auch immer wieder geflasht. Und da gibt es gerade eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel von Dingen, die sich gegenseitig beeinflussen. Weil was die Amerikaner zum Beispiel überhaupt nicht kennen und nicht können, ist Festival. Was wir hier machen, dieses was kleine, mich eigentlich wundert. Dieses kleine Dorffest, ja, ja, aber das kennen dieses 3-4 Tage oder eine Woche Anarchie, wie hier in Europa, das, wo so ein Festival dazugehört, wie zum Beispiel auch bei uns in Wacken, die sind immer vollkommen schockiert. Und das fängt mit so Kleinigkeiten an wie: Wieso dürft ihr hier mit Bier auf der Straße rumrennen? Ja, auch. Wir brauchen eine braune Papiertüte, weil. Bei uns geht das halt. Ne? Das ist völlig unrock'n'rollig übrigens. Gehst du über so einen Markt mit, da sind so Fressbuden und alles, darfst du aber kein Bier kaufen da irgendwie auf dem Markt. Ja. Es sei denn, da ist ein kleines Zäunchen abgesperrt und du darfst ja nur in den 2 Metern da ein Bier. Darfst aber nicht zur Band fahren mit einem Bier oder so. Ne? Wenn so da jetzt, also und das fangen die jetzt langsam an, zurück zu importieren. Jetzt gibt es in Amerika die ersten mehrtägigen Festivals. Wo das mal einfach so geguckt wird, ob die das auch hinkriegen. Die sind halt immer ganz, ganz angetan, eben von diesem. Und das ist aber, glaube ich, so ein generell, also das würde ich jetzt nicht nur auf die Musik besprechen, aber ich glaube, für Amerikaner ist so Europa immer so, oh, mehr frei, also boah, freizügiger. Ja, sie sind da vielleicht auch the free and the home of the brave, aber naja, bei uns darfst du auch mal ein Stück Haut zeigen, ohne direkt vom Priester verdammt zu werden. Selbst mit einem Bier in der Hand. Und du darfst mit einer Flasche Bier irgendwie über die Straße gehen und so, ohne dass du erschossen wirst irgendwie, ne? Wann hat sich das denn geändert? Ich meine, weil man denkt ja gemein, Woodstock, Mutter aller Festivals. Ja, alles, was du gerade gesagt hast, hat da meinetwegen gestartet, so laut Geschichte. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass das, ich glaube, die Amerikaner hatten als erste so Stadion-Rock-Konzerte, so Led Zeppelin und Who haben, glaube ich, relativ früh da in großen Stadien gespielt. Und parallel hat sich dann dazu irgendwann in den 80ern in England und so ein bisschen diese Festivalkultur gebildet. So Castle Donning, Monsters of Rock ist da halt so ein Name. Und das hatte vorher noch mal einen anderen Namen, den weiß ich jetzt aber, glaube ich, gar nicht mehr. Und davon hat sich das halt so ein bisschen entwickelt irgendwie. Ne? Und wenn du dann zum Beispiel guckst, wir hatten ja in den 80ern, Ende der 90er, gab es ja auch noch sehr, sehr viele in Deutschland stationierte GIs. Und für die war zum Beispiel so ein Monsters of Rock Festival in Schweinfurt, in Süddeutschland, boah, geil. Ein Wochenende, also, oder ein Tag aus, das Festival, das Konzert ging nur einen Tag und da können wir jetzt alle richtig drin ausrasten. Und dann haben die halt gemerkt, wie es halt so in Deutschland gefeiert wird und wie man das in Europa macht. Und das ist da so eine, auch eine Form, der jedes Land eine andere Form der Gastfreundschaft hat irgendwie, das aber alles recht cool ist irgendwie. Du musst dir nur überlegen, wie Amerikaner das Oktoberfest mystisch verklären. Oh, das muss, oh, Wahnsinn. Und alle, ihr könnt da alle trinken die ganze Zeit. Ja, ja, können wir halt, ne? Es ist aber vielleicht in Amerika, habe ich auch festgestellt, normaler, wenn du mal irgendwo ein Bier trinken gehst und du gehst jetzt aber nicht speziell in einen Live-Club oder so. Es sind oft irgendwie, spielt da eine Band ihren Blues runter oder eine Rockband, die spielen doch einfach so nebenbei und das ist geil und macht Spaß. Und die haben so, ja, die haben einfach Bock auf Mucke und die gibt's auch nebenbei irgendwie so, denn wenn du da beim Essen bist oder teilweise irgendwie, das ist hier nicht ganz so. Ja. Da gehst du zum Konzert oder auch bei einer kleineren Band ins Logo oder so, was wir hier so anklein. Ja. Da gehst du dahin, um Musik, um diese Band zu sehen oder so. Und da hast du auch mal Glück, da hast eine Jam-Session in der Ecke, da spielt Opa seine Gitarre, dann kommt ein Bassist und macht mit. Und ich habe da selbst mal irgendwie eine Session gemacht, ne, mit so Leuten. Und das hat
mega Spaß gemacht irgendwie. Und das machen die da dreimal die Woche oder so. Ne? Und das ist ja, so eine Musik-Essen-Trinken-Bar. Und da gibt's eine Menge von. So, ne? Ja. Wie ist das denn bei dir, Tom, weil du es gerade sagtest, so Festivals und so, wenn dann die Bands denn mal zu uns kommen? Ja. Und nie, es bleibt dann nicht bei den Fans, die dann Bier auf der Straße trinken dürfen oder die vielleicht auch ein bisschen feiern. Ja. Kann man da so generell sagen, da gibt es einen Unterschied, die verhalten sich irgendwie anders, ticken irgendwie anders? Ja, also auch da gilt natürlich so, und das hat sich natürlich jetzt durch Dinge wie Internet und so, die Welt ist ein Dorf und so, es ist alles nicht mehr ganz so schlimm, aber grundsätzlich ist es immer noch so, ich weiß, wie es bei mir war, als ich das erste Mal in Amerika war, was zum Teufel, boah, du musst erstmal was passiert hier gerade. Und umgekehrt ist es tatsächlich auch genauso. Du hast, wie oft, Amerikaner kommen nicht damit klar, dass es in Europa verschiedene Zeitzonen gibt. Die denken, Europa ist so klein, da gibt es nur eine Zeitzone. Wenn sie mal von England rüberkommen, dann sind sie vollkommen verwirrt. die waren zu dem Zeitpunkt verwirrt, als es den Euro noch nicht gab. Und halt in verschiedenen Währungen du umtauschen musstest und so. Das haben die alles, das hat die Musiker und Tourleute damals alles schon so ein bisschen verwirrt. Aber man hat sich dann immer mehr dran gewöhnt, ne? Und halt dann natürlich so diese Klischee-Dinger, ne, so wie, oh, Eisbein mit Sauerkraut. Ja, dann geh halt dann Eisbein mit Sauerkraut essen. Ne? Fakt ist aber auch, und das ist immer wieder schön, und das gilt auch, glaube ich, heute noch so, der Erstkontakt eines Amerikaners mit, nennen wir mal, deutschem Bier sorgt für verheerende Schäden. Ja, ja. sorgt für verheerende Schäden. Erste Overkill-Tour, also mit uns zusammen in Deutschland, auf dem Bus, natürlich gebechert. Und die haben ja eine wässrige Plörre. Ja. Hauen unser Bier rein und kotzen uns direkt den Bus voll. Ne? Also, ja, weil die das gar nicht gewohnt sind, dass die so ein Stark... Ja. Also, ist ja kein Starkbier, aber für die ist es dann halt ungewohnt. Ja. Deswegen, auch, wenn du gerade Overkill eine US-Band jetzt ansprichst, wir haben es ja gesagt, du bist mit vielen, du persönlich mit Halloween vor allem da eben mit vielen, vielen Bands unterwegs gewesen. Kannst du da pauschale Unterschiede feststellen? So im Sinne von, die Amis sind immer höflich, die aus XY kotzen uns in der Erdenbruch. Also bei den Bands nicht. Ich versuch's ja immer zu verkürzen. Sorry. Ja, wir haben nie viel Stress gehabt, egal mit wem wir gespielt haben. Wir hatten natürlich immer erst Angst und Respekt und irgendwie hatten wir auch mal schon mehrmals Stress am Zoll irgendwie in anderen Ländern, dann ist unsere Anlage da geblieben, wir sind zum Festival, hatten nichts und dann streamen wir da vor Black Sabbath und denken, ach du Scheiße, jetzt musst du dir von Black Sabbath, vom Headliner irgendwas leihen, damit du deine Show hier durchziehen kannst. Das ist natürlich immer so ein bisschen so, hoffentlich treten die uns nicht in den Arsch oder so, ne? Und dann macht er so eine riesen Kiste auf und sagt, hier, nehmt euch, was ihr wollt, packt das nachher wieder rein, weißt du? Oder auch Maiden, ich habe Steve Harris seinen Bass spielen dürfen, weil meine auf dem Hafen am Zoll geblieben ist, ne? Und das sagt er, ja, bitte so, da passiert sowas irgendwie super geil. Und dann so, die Seiten musste ich mir dann aber irgendwie leihen, oder wir wussten uns dann Seiten von wiederum nach Vorbild, so einer Unbekannten in Südamerika, die wollen Geld für ihre Seiten haben. Weil sie wohl dachten, so macht man das in solchen Kreisen. Ja. Aber ja, haben sie was lernen müssen. Ja, wir können vielleicht auch was lernen. Cool eigentlich. Ja, wir biegen nämlich so langsam so auf die Zielgerade unserer Sendezeit ein. Und eine Frage möchte ich euch gerne noch einmal stellen. Und zwar auch wieder natürlich das von mir Versuch, Schwarz-Weiß-Lager Pole aufzustellen, zwischen denen man mehr andern kann. Wenn ihr mit mir seid, sagt mir gerne jawohl, das kann man so sagen. Und zwar, würdet ihr so der Grundthese zustimmen, dass das vielleicht amerikanischer Metal tendenziell eher ein bisschen möglicherweise ernsthafter, ein bisschen politischer ist und der europäische vielleicht auch mal eher im Eskapismus fußt, die Freude an der Freude. Bei Halloween beispielsweise ist es ja. Also als Motley Crue damals irgendwie diesen Protestsong geschrieben hat, ne, da weiß ich noch, da habe ich mich das Herz das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil das ist so ein Bild, was man, glaube ich, immer noch im Kopf hat, nach wie vor so. Aber Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regeln. Ne? Es gibt auch in Europa Bands, die so diesen LA-Party-Sound machen können. Und mittlerweile gibt's die halt. Ne? Ich glaube, es ist eher so eine Genre-zugehörige Sache. So, das halt klar, sagen wir Rock'n'Roll, der Rock'n'Roll-Text an sich braucht irgendwie Baby, I love you und irgendwas mit Alkohol und dann ist es schon cool irgendwie. Und das ist ja auch in Ordnung, ne? Oder ein bisschen, sag ich mal, Augenzwinkern oder so. Bisschen spielen mit Klischees, ne? Spielen mit Klischees, genau. Gerne. Und dann gibt's halt, sag ich mal, Band oder Musikarten, die eher eine größere Nähe zum Punk meinetwegen haben, womit ja eine gewisse Politisierung losging.
Und ich glaube schon, dass Creator genauso politisch sind wie irgendeine amerikanische Trash-Metal-Band, die sich irgendwie mit den Missständen in der Welt befasst. Wenn die Missstände in der Welt aber überhaupt nicht dein Thema sind, ne, dann ist es egal, wo du herkommst, dann singst du halt auch mal gerne über, weiß nicht, vielleicht über deine persönlichen Erfahrungen, wie Death Angel, die auf ihren letzten Platten viele, viele persönliche Geschichten verarbeitet haben. Oder du machst halt so eine, weiß ich, du stürzt dich in triefende Klischees. Drachen, Satan, Tod, Teufel und Burgen. Mhm. Ne, das funktioniert eigentlich alles. Du musst es nur absolut irgendwie ehrlich rüberbringen. Ich meine, Johnny Rames Neo. Alter! Johnny James, den nimmt man sowas gerne ab, weil ja. Er erzählt diese Geschichten, ne? Ja, richtig. Und er ist auch dieser Typ, der diese Geschichten wirklich erzählt auf der Bühne. Und deswegen kann das bei ihm natürlich cool rüber. Ja. Vielleicht bei manchen anderen nicht. Ich meine, Mille singt von Drachen? Nö, ne? Nee. Ja, genau, aber ich meine, Dio von seinen Sachen. Genau, aber Dio hat ja natürlich dann eben als Amerikaner nicht diesen kulturellen Background gehabt, sondern. Ist das vielleicht gut? Ja. Kat, wie siehst du das? Ja, ich sehe das genauso wie Tom tatsächlich. Ich finde auch, dass die Bands, die ihr Ursprung, sage ich mal, in der Punkbewegung haben, dass die das auch in der Musik rüberbringen. Allerdings muss man auch sagen oder nicht vergessen, dass viele Bands oder viele Künstler neben der Musik eben sich politisch betätigen. Und sich mit Themen wie Politik, wie die Umwelt, wie die aktuelle Lage auseinandersetzen. Ja, die Songtexte sind ja nicht die einzige Möglichkeit, eben politisch zu werden oder die Meinung rüberzubringen, sondern viele Bands machen das eben neben der Musik. Ja. Da waren ja die letzten 8 Jahre ja ein ganz, ganz prima Beispiel für. Ich meine, oder nee, wie lange war Trump? 4 war er nur. Wir hatten nur 4 Jahre Trump, ne? Ja, ja. Dann waren es keine Ahnung, aber da waren die letzten 4. Kam aber vor. Ja, die 8, ja. Nein, aber ich meine, das, wie gesagt, Musik, Kunst, Kultur ist ja immer eine Reflexion des Zeitgeschehens halt auch irgendwie immer. Und vielleicht bei Musik sogar manchmal ein Kommentar des Zeitgeschehens in dem Moment, ne? Und du hast ja gemerkt, wie politisch amerikanische Bands angesichts des Thema Trumps wieder wurden. Mhm. Sowohl dafür als auch dagegen. Das ist dann noch mal so ein bisschen hochgekommen. Trotzdem glaube ich nicht, dass Motley Crue jemals einen politischen Song veröffentlichen werden in ihrem Leben nochmal. Passt auch irgendwie nicht. Kannst nicht so, ja gut, man kann das sicher machen und tun, aber man will doch irgendwie diese Party haben bei denen. Ja. Die ist so ein bisschen raus, wenn du da jetzt irgendwie mit politischen Themen könntest bei Crew oder so. Ja. Und das ist ja sowieso das Geheimnis von guten Rock oder guten Metal-Texten, so dass die, du kannst ja immer, du hast ja immer so einen Interpretationsspielraum irgendwie, ne? Oder sehr, sehr oft. Ne? Selbst ein Motorhead-Text, den kannst du, auch wenn Lemmy immer sehr straight und sehr fokussiert war, aber selbst da hast du immer noch so ein paar kleine Interpretationsmöglichkeiten. Und das ist halt das Schöne. Du kannst da für dich die Sachen rausholen, die da wichtig sind. Ne? Mhm. Ich meine, wer mir erklären kann, wer A Bustle in Your Hedge Grow aus Led Zeppelin Stairway to Heaven ist, dem gebe ich ein Getränk aus, weil konnte bisher noch keiner. Ich weiß, aber ich glaube aber zu wissen, was Squeeze My Lemon Till the Juice is Running Down My Leg bedeutet. Ja, da geht es natürlich um die Zitronenzucht. Ja, genau. Und werden Frau wir mal wahrscheinlich nicht rauskriegen. Das ist einer dieser typischen kulturellen Unterschiede, über die wir heute gesprochen haben. Ja. Nein, aber ich glaube schon, es gibt immer noch Unterschiede und die wird es auch immer weiter geben. Der Abstand ist aber deutlich kleiner geworden. Das heißt, die Schlagzahlen, in der sich Dinge gegenseitig beeinflussen, das Tempo, in der Musik heutzutage andere Länder oder andere Kontinente erreichen kann, ist ein ganz, ganz anderes als vorher. Und das bietet aber auch viele, viele coole neue Möglichkeiten. Es muss nur mal einer kommen mit den ganzen guten neuen Möglichkeiten und da was Geiles draus machen. Ne? Und dann freuen wir uns alle. Ja. Dann haben wir hoffentlich bald was, worauf wir uns richtig freuen kann. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute hier wart. Tom, Markus, Katja, vielen Dank. Wir sind leider nämlich schon am Ende unserer kleinen Sendung. Ja, ging schnell, ne? Eigentlich ja. Jetzt sind wir jetzt mal ein Bier, dann können wir weitermachen. Ja. So, nun frage ich dich mal was, mein Lieber. So, das machen wir dann natürlich auf Kamera an dieser Stelle. Nein, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier gewesen seid. Und wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, könnt ihr das natürlich tun. Denn wie ich schon gesagt habe, unsere Freunde von Radio Bob, die bieten Metal Gelöt künftig als Podcast an. Könnt ihr so oft hören, wie ihr wollt. Und wenn ihr dazu auch Bilder haben wollt, dann sind
wir von RBTV natürlich bei euch. The Weapon of Choice, kann man so sagen. So, ein schwieriges Thema, so sehr ich mich bemüht habe, mit Pauschalisierungen das Ganze klein und leicht zu halten. Wir haben es gemerkt, es ist viel komplizierter und größer. Ja. Und die Ausnahme bestätigt die Regel. Ich fand super, dass wir wirklich auch alle unterschiedliche Standpunkte hatten. Alle so konnten auch so, ach ja, stimmt, das ist recht, da hab ich so noch nicht gesehen, irgendwie. Das war ein sehr, sehr, sehr lehrreiches Gespräch. Und vielen Dank für die Einladung. Das ist auch irgendwie der Sinn der Rockmusik. Also du kannst dich ja in jede Richtung bewegen. Und es gibt keine Antwort in dem Sinne. Die findest du für dich selber so. Ne? Ja. Typisch deutsche Talksendung. Wir haben alle wieder was gelernt, denn nur Spaß, das geht natürlich nicht. Also in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal bei Metal Gelöt.